in dem Raum mit teils holzgetäfelten Wänden. Diese ziert ein gelber Streifen mit der grau-roten Aufschrift BGW Forum 2021 sowie das dunkelblau-schwarze Logo der BGW, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Mittig im Raum steht der Tresen. Daran sitzt Sascha Goldbeck, Mitarbeiter der BGW. Er hat braunes Haar und einen ergrauten Fünf-Tage-Bart. Herr Goldbeck trägt ein graues Jackett und ein hellblaues Hemd. Aus dem Homeoffice werden Juliane und Daniel Feldbausch von der EUTB, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Ortenau, der AGBO e.V. dazugeschaltet. Frau Feldbausch trägt ihr brünettes Haar zusammengebunden. Sie hat ein helles T-Shirt an und eine Brille auf. Herr Feldbausch hat eine Glatze, einen Vollbart und ebenfalls eine Brille auf. Er trägt ein schwarzes Oberteil. Ja, hallo, willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir wollen noch gleich fortfahren und ich gebe dann wieder zurück oder weiter an meine Kollegin Frau Feldbausch und Herrn Feldbausch. Ja, auch von uns wieder ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil des Online-Workshops Unterstützung durch die EUTB in Ortenau. Wir möchten Ihnen jetzt in dem zweiten Teil quasi die Statistik aus dem Jahr 2020 der EUTB Ortenau vorstellen. Und an der Stelle einfach nur mal wichtig zu erwähnen, dass das jetzt nicht Daten sind, die bundesweit erhoben sind, sondern sich auf unsere EUTB quasi erstrecken. Wir erheben von unseren Ratsuchenden, also um welche Behinderungsart geht es denn eigentlich, was für eine Behinderung haben unsere Ratsuchenden oder auch die Angehörigen, die dann quasi mit ihrem Anliegen kommen, um welche Behinderungsart geht es denn dann da. Und da ist quasi federführend auch die körperliche Behinderung mit 46,5%. Und dann kommt quasi geistige Behinderung, geistige und körperliche Behinderung sowie die psychische Behinderung. Die liegen im Bereich zwischen 14,3 und 15,8%. Und der Teil an Personen, die eine körperliche und psychische Behinderung haben, sind bei 6,9% im vergangenen Jahr gewesen. Und 1% haben die Personen mit einer geistigen und psychischen Behinderung ausgemacht. Und dieser geringe Wert ist jedoch auch nicht verwunderlich, da oft die bei geistigen oder bei Menschen mit einer geistigen Behinderung die psychische Behinderung auch nicht erkannt wird, sondern man das dann einfach auch auf die geistige Behinderung sich zurück darauf bezieht oder darauf schiebt und das oft dann gar nicht diagnostiziert wird, dass da tatsächlich noch ein weiterer Aspekt dann hinzukommt. Dann interessiert uns auch quasi, wer denn von uns beraten wird. Das sind zu gleichen Teilen die Menschen mit Behinderung und die Angehörigen mit 38,9% jeweils. Dann gibt es auch Menschen mit Behinderung, die quasi dann in Begleitung auch zu uns kommen. Das sind 2,3% 2020 gewesen. Und es gibt die Angehörigen, die gleichzeitig auch gesetzliche Betreuer sind. Das haben 7,7% ausgemacht und gesetzliche Betreuer, die jetzt quasi in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu den Menschen mit Behinderung stehen, sind 4,7% und 7,5% unserer Ratsuchenden im Jahr 2020 waren Fachkräfte. Dann haben wir im nächsten Diagramm gegenübergestellt, wie wir denn beraten haben. Und blau ist die Zahl quasi für 2019 und orange die Zahl für 2020. Und das ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass da die Zahl an Präsenzberatung von 46,4 auf 33,9 gefallen ist. Das liegt natürlich mit an der Pandemie zum wesentlichen Teil. Und wir mussten einfach unsere persönlichen Beratungen einschränken, beziehungsweise zeitweise dann auch komplett aussetzen, bis dann einfach dementsprechend das Hygienekonzept auch stand und wir die Beratung wieder aufnehmen konnten. Die Telefonberatung ging leicht zurück von 43,8 auf 41,5%. Und das hat uns dann schon ein bisschen gewundert, da wir gedacht haben, ja, wenn Präsenz nicht ist, dann ist wahrscheinlich die Alternative das Telefon. Können uns das aber so erklären, dass natürlich die Angehörigen
insbesondere dann auch stark eingespannt sind, weil Betreuungsangebote, Schule, Förder- und Betreuungsgruppe geschlossen waren oder die Werkstätten geschlossen waren, keine Gruppenangebote stattfanden oder auch Einzelbetreuungsangebote, und sie somit halt viel Zeit für die Betreuung ihres Menschen mit Behinderung dann aufbringen mussten oder mehr Zeit als zuvor zumindest, und dass sie dann eher auch auf den E-Mail-Kontakt zurückgegriffen haben, denn da haben wir einen Anstieg von 10,8% auf 23,9%. Und im Herbst letzten Jahres haben wir dann auch noch die Videoberatung eingeführt. Das ist quasi jetzt auch nochmal eine neue Möglichkeit oder eine neue Beratungsform, die wir anbieten. Und das hat dann letztes Jahr 0,7% ausgemacht. Das ist jetzt noch nicht allzu viel, aber wir gehen davon aus, dass die Zahlen zukünftig auch vermehrt ansteigen werden in dem Bereich. Dann haben wir noch erhoben, wo wir denn beraten haben, wenn das in Präsenz stattgefunden hat. Und zum Großteil war das an unserem Hauptstandort in Offenburg mit 69,9%. Wir haben ja eingangs auch so ein bisschen die Ortenau und ihre geografischen Besonderheiten vorgestellt. Und auch, dass es ein Flächenlandkreis ist. Und dementsprechend haben wir auch vier Außenstandorte, die wir regelmäßig anlaufen und bedienen. Und da hatten wir 2020 8,3% der Präsenzberatungen. Das ist jetzt auch eine relativ geringe Zahl. Wir haben da überwiegend städtische Räume, plus einmal nutzen wir einen Raum in einem Kloster. Und die städtischen Räumlichkeiten, die waren während der Pandemie quasi teilweise auch geschlossen. Also für Externe durfte dann kein Publikumsverkehr rein. Und somit mussten wir dann dort auch einfach die Beratung erstmal einstellen. Dann bieten wir auch die aufsuchende Beratung in Form von Hausbesuchen an oder indem wir auch unsere Ratsuchenden in der Organisation, wo sie angegliedert sind, aufsuchen. Und das sind jeweils 9,8% gewesen. Eine Organisation kann zum Beispiel der Arbeitsplatz sein oder auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in der Wohneinrichtung oder wenn jetzt die Ratsuchende auch an ein bestimmtes Beratungsangebot angebunden sind, dann kann der Erstkontakt auch erstmal in den Räumlichkeiten stattfinden. Einfach, ja, dass es auch vielleicht eine vertraute Umgebung ist. Genau. Dann haben wir ja auch so einen Einblick über die Beratungsthemen der EOTW gemacht. Und hier sieht man jetzt einfach, wie sie sich prozentual auf das Jahr 2020 verteilt haben. Da war das größte Beratungsthema die finanzielle Sicherung mit 14,3%. Das Thema Arbeit hat 11,3% umfasst. Der Bereich Pflege ist bei 9,8%. Zum Thema Wohnen haben wir 8,6% beraten 2020. Dann zum Thema Assistenz und Assistenzleistung waren 8,2%. Schwerbehindertenausweis und Grad der Behinderung was dann, und Merkzeichen, was damit zusammenhängt, waren 4,8% der Beratungen. Dann haben wir diese allgemeinen Themen, Leben mit Behinderung oder eine chronische Krankheit und auch der Umgang mit der eigenen Behinderung. Das waren jeweils 3,8%. Und zum Thema Gesundheit und Mobilität hatten wir jeweils 2,5% der Beratungsthemen im Jahr 2020. Dann ist das für uns nochmal ein ganz wichtiger Wert, den wir auch erheben. Also wie quasi unsere Ratsuchenden zu EOTB Zugang finden, wie sie auf uns aufmerksam werden. Und 20,6% umfassen hier den Zugang über den Träger, also die Arbeitsgemeinschaft Behindertenhilfe im Ortenaukreis. 10,7% kommen über andere Institutionen zu uns, die dann entweder weiter vermitteln direkt, indem sie mit uns Kontakt aufnehmen oder dann halt quasi die Person darüber informieren, dass die EOTW als Beratungsangebot hier in der Ortenau gibt. Dann die Ärzte haben vergangenes Jahr 3,3% unserer Ratsuchenden zu uns weitervermittelt. 10% kam über Behörden und Ämter, also dahinter verbergen sich ja auch die Rehabilitationsträger. Das ist ein Wert, der uns ein bisschen
auch verwundert, weil ja auch die Rehabilitationsträger quasi diese Beratungspflicht haben und über die EOTW-Angebote informieren sollten. Also da würden wir uns einfach für die Zukunft auch wünschen, dass das verstärkt stattfindet. Dann gibt es noch die anderen Beratungsangebote, dass beispielsweise der Sozialdienst von Leistungserbringer oder der Pflegestützpunkt Schuldnerberatung, Sozialberatung, ganz unterschiedlich, Schwangerschaftsberatung, das sind dann 14,6% unserer Ratsumme kamen über den Weg zu uns und 5,3% haben übers Internet quasi von der EOTB erfahren. Wir haben da klar eine eigene Homepage, dann sind wir auf Google My Business vertreten und es gibt auch eine Facebook-Seite und einen Instagram-Kanal. Dann betreibt man Öffentlichkeitsarbeit. Beispielsweise wird dann immer die Sprechzeiten der Außenstandorte auch in den Amts- oder Bürgerblättern, also jeweils dann regional angekündigt werden, wann die wieder stattfinden. Und regelmäßig bringen wir auch einen Presseartikel raus. Wir machen Infoveranstaltungen, ja, Infostände. Und da gibt es dann auch unseren Flyer, also darunter fällt dann auch unser Flyer, den wir dann auch einfach großflächig verteilt haben und immer mal wieder man auch dann an öffentlichen Stellen oder beim Arzt quasi den finden kann. Dann kamen 12,7% über eine persönliche Empfehlung zu uns. Das freut uns natürlich, wenn auch dann wir zufriedene Ratsuchenden haben, die dann uns auch weiterempfehlen. Denn das zeigt uns dann, dass an der Stelle auch ja, sie zufrieden rausgehen und zufrieden einfach mit unserer Arbeit und unserem Angebot sind. Und bei 2% ist der Zugang uns nicht bekannt. Dann abschließend noch die Frage, zu welchen Leistungsträgern wurde denn beraten? Also mit ganz großem Abstand der Träger der Eingliederungshilfe mit 43,5%. Und dann kommt erst wieder die Pflegeversicherung mit 12,4%. Sozialamt, also alles, wo es jetzt um die soziale Sicherung geht, Grundsicherung oder auch Hilfe zur Pflege, sind 10,6%. Die Bundesagentur für Arbeit machen 6,3% aus. Die Rentenversicherung kommt auf 7,6%. Die Krankenversicherung auf 5%, das Versorgungsamt, also da geht es um den Schwerbehindertenausweis, das sind 4,5%. Familienkasse ist dann das Thema Kindergeld, Kindergeld. genau, Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung mit 4,2%. Und das Integrationsamt kommt auf 1,2%, Jobcenter und Jugendhilfe jeweils auf 1,8%. Die Unfallversicherung umfasst hier 0,6% und die Kriegsopferentschädigung ist das wenigste Anteil, das sind 0,3%. Und bei den Fallanfragen, die uns jetzt letztes Jahr befasst haben, ging es auch nicht um Kriegsopfer, sondern es ging quasi um eben Schaden. Dann macht Daniel Feldbausch mit der bundesweiten Auswertung des Beratungsfeedbacks der EOTB-Angebote aus dem Jahr 2020 weiter. Und hier ist einfach noch zu sagen, dass wir quasi jedem Ratsuchenden nach einem Beratungsprozess auch einen Beratungsfeedbackbogen, der von der Fachstelle Teilhabeberatung entwickelt wurde und auch stetig weiterentwickelt wird, überreichen oder ihm quasi einen Online-Zugang dazu dann auch überreichen, wo sie auch ein Feedback über die Beratung dann abgeben können. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil es ja da auch einfach darum geht, wie sieht die Zukunft der EOTB aus, wie wird die weiter gefördert, wie zufrieden sind einfach auch die Kunden der EOTB. Und da wird jetzt Daniel ein paar Fragestellungen und die jeweiligen Antwortmöglichkeiten auch dann vorstellen. Genau. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Beratung? 85,4% sind sehr zufrieden, 10,8% zufrieden, 0,5% weniger zufrieden und 0,3% nur nicht zufrieden. 3% haben keine Angabe gemacht.
Ich weiß jetzt, welche Entscheidungsmöglichkeiten ich habe. Ja, das wussten dann 59,3%, mit trifft genau zu. 22,9% trifft eher zu. 1,8% trifft eher nicht zu. Und 0,6% nur mit trifft gar nicht zu. 15,4% haben keine Angabe gemacht. Ich weiß jetzt, bei wem ich den Antrag stellen kann. Das wussten danach 60,7%, mit trifft genau zu. 14,6% trifft eher zu. 1,7% trifft eher nicht zu. Und nur 0,8% trifft gar nicht zu. 22,3% haben keine Angaben gemacht dazu. Würden Sie uns weiterempfehlen? Mit 97,9% ja und nur 0,7% mit nein. 1,4% haben keine Angaben gemacht. Wie wichtig ist es Ihnen, von einem Berater, einer Beraterin beraten zu werden, der dies selbst ein Mensch mit Behinderung ist? Und das ist 39,6% sehr wichtig, 24% ist es wichtig, eher weniger wichtig, es ist 20,2%, 10% ist es überhaupt nicht wichtig und 6,2% haben keine Angaben gemacht. Ja, und die Werte zeigen ja, dass die Beratungen auch weitgehend zufrieden aus der EOTW-Beratung rausgehen. Und auch 97,6%, glaube ich, es weiterempfehlen würden. Also eine ganz, ganz ordentliche Summe. Ich denke, da kann man dann schon sagen, dass die EOTW an der Stelle gute Arbeit auch leistet. Und auch der Großteil hat ja geantwortet, dass sie hinterher wissen, zum einen, welcher Kostenträger zuständig ist und auch was für Teilhabeleistungen ihnen quasi zustehen oder ja, wo der Antrag zu stellen ist. Das heißt, die EOTB sorgt da schon auch für Klarheit in diesem Teilhabeleistungslabyrinth. Dann kommen wir zu den Feedbacks von Ratsuchenden. Ein Feedback, ein sehr wichtiges und äußerst hilfreiches Beratungsangebot. Marktlücke sozusagen. Beratung wirklich auf Augenhöhe und vor allem neutral. Die aufsuchende Arbeit ermöglicht es gerade Betroffenen mit stärkeren Einschränkungen, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Toll, die Beratung mit Selbstbetroffenen. Eine sehr gute Idee, um sich verstanden zu fühlen. Ich werde selbst als Peer-Beraterin anfangen. Tut dem Selbstwert ungemein gut. Danke. Ein weiteres Feedback. Ich bin so froh, dass ich Sie zur Unterstützung habe. Ich glaube, sonst würde ich hier durchdrehen. Das meinte ein Ratsuchender während des Antragsverfahrens zur Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben bei der Deutschen Rentenversicherung. Und das dritte Feedback. Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Beratung, meinte ein Ratsuchender, nachdem Hilfe zur Pflege bewilligt wurde. Unser nächster Themenblock erstreckt sich über das Peer-Counseling oder die Peer-Beratung. Die wurde ja jetzt schon auch mehrfach angesprochen und auch im Film benannt. Also da nochmal Beratung von Betroffenen für Betroffene bedeutet das. Und zwar ist jemand ein Peer für jemand anderen, wenn er oder sie eine bestimmte soziale oder kulturelle Gemeinsamkeit mit ihm oder ihr aufweist. Das kann das Geschlecht sein, die gleiche Altersgruppe, die Berufsgruppe oder auch die sexuelle Orientierung, Behinderung, Psychiatrieerfahrung, Migrationserfahrung oder die Zugehörigkeit zu einer Randgruppe von Menschen mit ausgrenzenden Lebenserfahrungen. Und bei der EOTB ist quasi die Gemeinsamkeit die Behinderung oder Angehöriger eines Menschen mit Behinderung zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt da eine weibliche Beraterin sitzt und eine Ratsuchende. Und dann ist natürlich eine weitere Gemeinsamkeit auch noch das Geschlecht. Oder es kann auch sein, dass sich quasi Themen überschneiden. Beispielsweise kommt eine Ratsuchende in die Beratung und berichtet einfach über eine Diskriminierungserfahrung am Arbeitsplatz. Und der Berater oder die Beraterin hat quasi eine ähnliche Erfahrung mit Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes am Arbeitsplatz oder jetzt am Arbeitsplatz gemacht. Und dann verbindet ihnen quasi auch diese Gemeinsamkeit. Aber bei der EOTW geht es in erster Linie um die Gemeinsamkeit Behinderung oder Angehöriger eines Menschen mit Behinderung zu sein.
Und Counseling ist der englische Begriff für Beratung. Also zusammengenommen meint Peer-Beratung, dass die Ratsuchende und die beratende Person mindestens eine Gemeinsamkeit haben, die auch Gegenstand der Beratung ist. Klar ist, wenn man jetzt einer weiblichen Beraterin gegenüber sitzt und die Ratsuchende ist eine Frau, dann gibt es da nochmal eine Gemeinsamkeit, aber dann muss ja das Geschlecht nicht unbedingt Gegenstand der Beratung sein. Und das Peer Counseling ist eine Beratungsmethode für Menschen mit Behinderung. Sie wurde in den 1960er Jahren von amerikanischen Behindertenstudierenden zusammen mit Professoren und Professorinnen an den Hochschulen entwickelt. Und der wesentliche Ideengeber war der Carl Rotscher, den man auch quasi eventuell von der klientenzentrierten Gesprächsführung kennt, der quasi diesen Beratungsansatz, diese Beratungsmethode dann auch mitentwickelt und begründet hat. Dann kommen an der Stelle auch nochmal eine kleine prozentuale Zahl. Und zwar geben mehr als 80% der EOTB-Angebote an, dass sie die Beratungsmethode des Peer Counselings anbieten. Da lässt sich jetzt noch nicht drauf schließen, ob es sich hierbei um ehrenamtliche Peer-Berater handelt, die es durchaus gibt, oder auch um hauptamtliche Peer-Berater. Also darüber liegen uns leider keine statistischen Zahlen vor. Das wäre tatsächlich auch mal interessant, dass man da eine Unterscheidung hat. Und die Zahlen beruhen quasi auf den Eigenangaben der Verantwortlichen der EOTB-Angebote und die wurden anonymisiert von der Fachstelle erhoben. An der Stelle ist einfach auch noch zu nennen, dass die EOTB auch darauf abzielt, also ja, ein wichtiger Bereich des Peer-Counseling ist und es auch darum gehen soll, dass quasi damit auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Und da würden wir dann auch gerne an der Stelle unsere letzte TED-Tool-Umfrage starten und uns interessiert, ob Sie denn das bisher auch so wahrgenommen haben, dass die EOTB auch ein Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung ist. Ich werde Ihnen in der Zwischenzeit, solange quasi bei Ihnen die Umfrage erscheint, unsere Peer-Berater vorstellen. Und hierzu sehen Sie auch ein Foto von unseren Peer-Berater und Peer-Beraterinnen. Die Dame oben links in der roten Jacke ist unsere Referentin. Also wir schulen regelmäßig unsere Peers und haben dafür ein eigenes Konzept quasi entwickelt. Die Schulungen finden dann intern statt, entweder in Präsenz oder jetzt zuletzt auch verstärkt natürlich online. Und derzeit entwickelt die Gruppe auch einen Online-Wegweiser, der dann durch die Angebote der Ortenau quasi so lenken soll. Also zum einen auch, was gibt es denn für Beratungsangebote, wo wende ich mich hin, mit welchem Thema, wer erbringt welche Leistung. Und dort werden aber auch Veranstaltungen beispielsweise dann regelmäßig gepostet. Oben rechts sind Sie Anna Bökle, das ist unsere hauptamtliche Peer-Beraterin. Sie selbst hat eine seelische Behinderung. Sie können später noch in einem Interview mehr über Ihren Alltag als Peer-Beraterin erfahren. Dann haben wir insgesamt 7 ehrenamtliche Peer-Berater. Also 3 fehlen auf dem Foto. Wir haben einen Mann, der erblindet ist. Dann haben wir einen jungen Mann mit einer Sehbehinderung. Wir haben 2 Frauen mit einer leichten geistigen Behinderung und eine weitere Frau, die auch eine leichte geistige Behinderung hat, plus eine körperliche Behinderung und eine Antriebsschwäche kommt auch noch hinzu. Und wir haben einen Mann, der MS hat und im Rollstuhl mittlerweile auch sitzt. Und dann haben wir noch einen jungen Mann, der eine Körperbehinderung hat. Und ich denke, die Gruppe, die zeigt einfach auch schon, wie bunt und vielfältig sie ist und dass tatsächlich auch alle Behinderungsarten hier abgebildet sind jetzt in der Gruppe. Und an der Stelle interessiert uns jetzt das Ergebnis der TED-Tool-Umfrage und ich übergebe dann an Herrn Goldbeck. Ja, also das Ergebnis ist dann wirklich genau 50-50, dass wirklich die Hälfte der Zuschauer, die jetzt abgestimmt haben, dass denen das auch schon bewusst war, dass wirklich auch da selbst behinderte Menschen die Peer-Beratung durchführen und dann halt auch da eine eigene Anstellung haben. Und der andere Hälfte der Teilnehmer, die jetzt abgestimmt haben, dem war das noch gar nicht so klar, dass das auch wirklich richtige Stellen sind und dass das jetzt nicht zwingend alles nur ehrenamtliche Tätigkeiten sind, sondern dass wirklich da auch
Stellen geschaffen werden und es auch eine Möglichkeit gibt, dass dort Menschen mit einer Behinderung trotz ihrer Behinderung, gerade in dem Fall jetzt sogar gerade wegen ihrer Behinderung, da auch wirklich beruflich tätig sein können. Genau, ja, das ist nochmal ganz wichtig und ist natürlich auch schön, dass wir hier jetzt die anderen 50% auch davon darüber informieren konnten mit unserem Workshop, dass tatsächlich hier ja Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderung geschaffen werden sollen. Wie bereits angekündigt, kommt jetzt ein Interview von unserer Peerberaterin Anna Bürkler. Da schildert sie ihren Weg zur Peerberatung und dann, wie sie quasi auch Hauptamtliche bei der EUTW Ortenau wurde. Und an der Stelle dann bitte Ton ab. Sie hören nun ein Interview mit Anna Bürkler, der Peerberaterin der EUTW Ortenau, zum Thema Peerberatung. Anna, schildere uns doch du deinen Weg zur Peerberatung. Als ich das erste Mal von Peerberatung hörte, war ich im Berufsbildungsbereich der Reha-Werkstatt der Gesellschaft zur Förderung psychisch Kranker. Ich erfuhr durch den Sozialdienst der Reha-Werkstatt Offenburg davon, dass die EUTW Ortenau ehrenamtliche Peerberater sucht und hierfür regelmäßige Schulungstermine anbietet. Da ich den Berufswunsch Sozialarbeiterin schon aufgegeben hatte, sah ich in der Arbeit als Peerberaterin die Chance, im Sozialwesen ehrenamtlich zu arbeiten. Nachdem ich an den Schulungstermin teilnahm, kam mir der Wunsch auf, noch mehr zu lernen und ein Praktikum bei der EUTB Ortenau zu machen. Die Fachkraft für Integration der Reha-Werkstatt Offenburg unterstützte mich dabei. Insgesamt war ich 14 Monate Praktikantin der EUTB Ortenau und wurde im Januar 2021 fest angestellt. Welche Möglichkeiten und welche Vorteile bietet dir die Peerberatung? Ich kann mit meinem eigenen Expertenwissen und meinen Erfahrungen andere Menschen unterstützen. Man baut schneller eine Verbindung und eine Vertrauensbasis auf, weil der andere weiß, ich kann seine Situation nachvollziehen, da ich bereits ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Man ist auch ein Vorbild, dass man auch als Betroffener etwas an seiner Situation ändern kann und man nicht hilflos und alleine dasteht. Ich kann Ratsuchenden die Angst vor bestimmten Situationen nehmen, einfach nur, indem ich erzähle, wie es für mich war. Worin siehst du für dich die Grenzen der Peerberatung? Die Grenzen legen die aktuellen Gesetzvorgaben und die Leistungsträger fest. Wir können nichts erbringen oder anbieten. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann ich bestimmte Thematiken gar nicht oder nur in der Tandemberatung bearbeiten. Aber auch das theoretische Wissen, das man zum Beispiel durch ein Studium der sozialen Arbeit hat, fehlt mir, was mir dann in meiner Beratungsarbeit einschränkt. Was ist das Herausfordernde für dich an der Peerberatung? Eine Herausforderung bei der Peerberatung ist für mich die Abgrenzung zu den Ratsuchenden. Gerade wenn die Geschichte der Ratsuchenden der eigenen Geschichte recht ähnlich ist, muss ich aufpassen, mich nicht zu emotional darauf einzulassen. Genauso ist es, wenn man in bestimmten Fällen nicht weiterkommt, weil entweder die Gesetzlage es nicht möglich macht oder der Ratsuchende selbst noch nicht zur Mitarbeit bereit ist. Natürlich sind schwierige Ratsuchende, die unfreundlich oder aggressiv sind, auch eine Herausforderung. Gerade da ich aufgrund meiner seelischen Behinderung auf zwischenmenschlichen Thematiken sehr sensibel reagiere, aber ich wachse an meinen Erfahrungen im Umgang mit solchen Ratsuchenden. Und es ist zum Glück so, dass es nur sehr wenig schwierige Ratsuchende sind. Wie erlebst du den Austausch mit anderen Peerberaterinnen? Was kannst du daraus mitnehmen und was kannst du auch weitergeben? Ein Austausch ist immer sehr interessant. Es ist eine hochspannende Situation, da jeder Peer eine andere Ansicht zu bestimmten Themen oder Situationen hat. Oftmals lernt man neue Blickwinkel kennen und überdenkt seine eigenen Einstellungen zum Thema noch einmal. Gerade wenn sich Peers austauschen, die andere Behinderungen haben, lernt man vieles über die Behinderung des anderen und über sich selbst. Oft habe ich ein bestimmtes Bild und ich bin immer wieder begeistert davon, wie schnell man durch kurze Gespräche seine eigene Sichtweise überdenkt und sich selbst reflektiert. Es ist auch immer wieder schön, wenn eine Sache aus dem Beratungsalltag angesprochen wird und die anderen dann grinsen, weil sie die Situation auch kennen.
Was hat sich seit Beginn der Tätigkeit als Peerberatung für dich geändert? Schildere uns doch deinen Entwicklungsprozess. Als ich 2018 den Kurs für ehrenamtliche Peerberater besucht habe und dann angefragt habe, ob ich ein Praktikum in der EOTB machen darf, war ich einfach nur sehr unsicher und wollte meine Unsicherheit mit Erfahrung bekämpfen. Damals dachte ich, dass ich während meinen Wochen im Praktikum bei ein paar Beratungsgesprächen mitlaufen kann und im Anschluss 1 bis 2 Monate als ehrenamtliche Peerberaterin in Tandem arbeiten kann. Das Praktikum war aber viel mehr. Ich bin schon seit 10 Jahren in therapeutischer Behandlung und habe schon einige Fortschritte gemacht. Aber die Arbeit als Peerberaterin, das Gefühl meiner eigenen Erfahrungen wertgeschätzt zu werden und dass diese Erfahrungen mir heute nützlich sind, hat mir sehr große Schritte ermöglicht. Ich erzähle gerne davon, dass ich am Anfang ungern telefonierte. Nicht nur ungern, ich bekam Panikattacken, wenn das Telefon nur klingelte. Heute übernehme ich die Terminkoordination und den Erstkontakt mit Ratsuchenden und das meist am Telefon. Aus den anfänglichen, wenn dann nur Tandemberatungen, wurde mit der Zeit, ich traue mir alleine Beratungen zu. Im Grunde kann man sagen, dass ich unter anderem die Arbeit als Peerberaterin dazu ermutigt hat, mein eigenes Potenzial erstmal selbst zu sehen und stolz drauf zu sein. Wie ist es für dich selbst, Peerberaterin zu sein? Ich arbeite sehr gerne als Peerberaterin. Für mich ist es eine Möglichkeit, meinen Berufswunsch entsprechend Menschen zu unterstützen, sie zu beraten und zu begleiten. Aber auf eine andere Art und Weise, als es zum Beispiel Sozialarbeiterinnen tun. Ich kann in bestimmten Bereichen enger mit den Ratsuchenden in Kontakt treten und mich auf ganz anderen Ebenen unterhalten und mein Erfahrungswissen weitergeben. Wie kommt es an, wenn du erzählst, dass du Peerberaterin bist? Was erhältst du für ein Feedback? Jeder, der erfährt, dass ich Peerberaterin bin und was die Peerberatung ist, ist fasziniert und begeistert. Gerade weil man mir meine Behinderung nicht ansieht, ist es für Ratsuchende oft eine Überraschung, dass ich ebenfalls betroffen bin. Und sie sind dankbar dafür, die Chance zu haben, bei der EOTB Ortenau mit jemandem sprechen zu können, der sie versteht und ihre Sorgen und Ängste nachvollziehen kann. Was möchtest du zum Abschluss sonst noch über das Thema sagen? Das Konzept der Peerberatung muss auf jeden Fall bekannter werden und auch bei den Kostenträgern, Ämtern und anderem Fachpersonal an Ansehen und Bekanntheit gewinnen. Meine Wunschvorstellung wäre es, eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen allen Stellen, die mit dem Ziel arbeiten, Menschen zu unterstützen. Vielen Dank für deine Offenheit und Bereitschaft zu dem Interview und dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Ja, soweit das Interview. Ich denke, das gibt einen schönen Einblick in die Arbeit als Peerberaterin von Anna Bürkle. Und wenn Sie jetzt noch mehr über Anna erfahren möchten, dann können Sie auf unsere Homepage unter Team, also dem Menüpunkt Team gehen. Dort ist auch nochmal ein Artikel, in dem Sie auch Ihren Werdegang quasi von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zur EOTW Ortenau als hauptamtliche Angestellte schildert. Ich würde an der Stelle ganz gern Herrn Goldbeck fragen, ob aktuell Fragen oder Anmerkungen im Chat aufgetaucht sind, auf die wir eingehen können an der Stelle. Ja, vielleicht noch eine Frage, die jetzt im Nachgang ist zu dem, wo wir gerade schon mal eine Frage beantwortet haben. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, dass ich mich als ratsuchende Person, zum Beispiel aus Hamburg, auch bei Ihnen beraten lassen kann, obwohl Sie ja am anderen Ende von Deutschland sitzen. Geht das? Weil wenn Sie jetzt Kontakt schon mal, jetzt hat man Sie schon kennengelernt und denkt, okay, die sehen ja ganz sympathisch aus und man traut sich dann vielleicht auch mal anzurufen. Klappt das oder muss ich dann wirklich erstmal schauen, wen habe ich denn hier in der Umgebung, dass ich da hinlaufen muss quasi?
Also grundsätzlich kann man sich bei jeder EOTW beraten lassen, wohnortsunabhängig und auch unabhängig von der Behinderungsart oder der Teilhabebeeinträchtigung. Wenn es aber einfach um ganz regionale Fragestellungen geht, also was für Angebote gibt es denn jetzt in Hamburg, dann wissen wir jetzt hier aus dem Süden da recht wenig Bescheid. Also dann macht es natürlich schon Sinn, sich auch an eine EOTW vor Ort zu wenden. Und gleiches gilt natürlich auch, wenn es um eine Bedarfsermittlung geht, da wir ja hier in Baden-Württemberg ein anderes Bedarfsermittlungsinstrument haben als jetzt in Hamburg, kennen wir uns damit natürlich nicht aus. Es sei denn, es wohnt jemand in Hamburg und der Kostenträger ist beispielsweise die Eingliederungshilfe hier im Ortenaukreis. Dann wäre nämlich das Instrument, was angewendet wird, das BayBW. Also das richtet sich dann immer nach der Zuständigkeit des Eingliederungshilfeträgers. Aber grundsätzlich kann natürlich auch erstmal der Kontakt zu uns gesucht werden. Bei allgemeinen Fragen können wir da auch antworten. Aber wenn es einfach um was ganz Regionales geht, dann sind natürlich unsere Kollegen in Hamburg da die Experten. Es gibt auch manche Beratungsangebote, die neben dieser allgemeinen EOTW-Beratung sich auch auf ein spezifisches Beratungsthema festgelegt haben. Also beispielsweise zum Thema Autismus oder Schädel-Hirn-Trauma. Da macht es natürlich dann auch Sinn, wenn man so eine ganz spezielle, ja, spezielles Thema hat, auch zu gucken, gibt es denn da jemand, der Experte ist? Okay, gut, dann vielen Dank auch erstmal für die Antwort. Wir haben jetzt noch so ungefähr 10 Minuten Zeit, um den weiteren Vortrag dann auch sich anzuschauen. Und vielleicht machen wir zum Schluss dann noch mal ein paar Fragen dazu, die vielleicht noch aufgetaucht sind, dass wir die am Ende dann vielleicht darauf noch mal eingehen. Ja, genau. Wir kommen auch zu unserem letzten Themenblock. Das ist die Bedarfsermittlung. Und zwar das Verfahren vom Bedarf zur Leistung ist das Gesamt- oder Teilhabe, also die Gesamt- oder Teilhabeplanung. Und der erste Schritt dabei ist die Ermittlung des Bedarfes. Hierbei geht es um einen Dialog auf Augenhöhe zwischen der Fachkraft des Trägers der Eingliederungshilfe, die jetzt zumindest bei uns in Baden-Württemberg Fallmanager oder Fallmanagerin genannt wird, oder dem Mensch mit Behinderung beziehungsweise seiner gesetzlichen Betreuung. Das BTHG schreibt hierfür ein systematischer Arbeitsprozess und ein standardisiertes Arbeitsmittel vor. Da sind wir ja auch bereits schon drauf eingegangen. Das ist das Instrument der Bedarfsermittlung. Und in Baden-Württemberg wurde jetzt dies in einem konsensorientierten Beteiligungsprozess erarbeitet und wird künftig auch weiterentwickelt gemeinsam. Und die beteiligten Akteure waren die Träger der Eingliederungshilfe, dann Leistungsanbieter und auch Interessenvertreter der Menschen mit Behinderung. Und in diesem Beteiligungsprozess war es das Ziel, ein landesweit einheitliches Instrument zu entwickeln, das den Anforderungen des BTHGs entspricht und sich an den internationalen Klassifikationen der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, also dem ICF, orientiert. Und der ICF ist das internationale Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation. Sie wurde 2001 erstellt und herausgegeben. Und mit dem ICF kann quasi die aktuelle Funktionsfähigkeit jedes Menschen beschrieben und klassifiziert werden. Also wichtig, da geht es nicht nur um die Funktionsfähigkeit eines Menschen mit Behinderung, sondern grundsätzlich erstmal um jeden Mensch. Und zwar wird da geschaut oder wird beschrieben, wie der Gesundheitszustand mit den damit verbundenen Zuständen, wie der sich quasi darauf auswirkt. Also beispielsweise wirkt sich jetzt der Gesundheitszustand eines Menschen auf seinen Arbeitsplatz oder auf sein häusliches Umfeld aus. Und das Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg heißt tatsächlich so, wird BayBW abgekürzt, ist auch die gängige Bezeichnung, die quasi verwendet wird. Und da wollen wir einfach noch ein bisschen was dazu sagen, wie das denn dann erfolgt. Genau, im Zentrum stehen die Wünsche und Ziele des Menschen mit Behinderung, die Grundlage für einen leitgestützten Dialog zwischen dem Menschen mit Behinderung beziehungsweise mit seiner rechtlichen Vertretung und dem Träger der Eingliederungshilfe. Der Dialog wird dann als offenes Gespräch geführt und soll die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen ermitteln, die für den Menschen mit Behinderung
eine erhebliche Teilhabeeinschränkung nach sich ziehen. Und aus den Wünschen werden dann gemeinsam konkrete Ziele entwickelt, aus denen dann die Bedarfe abgeleitet werden. Und daraus leitet sich im weiteren Verfahren der Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe dann ab. Dann aus den folgenden Lebensbereichen, Lernen und Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Kommunikation, Mobilität, Selbstversorgung, häusliches Leben, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, bedeutende Lebensbereiche, die Gemeinschaft, soziales, staatsbürgerliches Leben, dann den Vorbereitungsbogen bei BW, das ist der vereinfachte Bogen, den wir auch anwenden, finden Sie hier nochmal angeführt, im Internet zu finden. Genau, in diesem Bogen ziehen wir dann quasi bei unserer Bedarfs-, also Vorbereitung der Bedarfserhebung oder Bedarfsvermittlung auch heran. Und da werden beispielsweise jetzt die Wünsche abgefragt. Also das sind dann auch Fragestellungen, wie und wo ich wohnen will, was ich arbeiten und lernen will, wie ich meine Beziehung zu anderen Menschen gestalten will. Und demgegenüber wird dann die aktuelle Situation gestellt. Dort wird dann erfragt, wie und wo ich jetzt wohne, was ich derzeit arbeite oder lerne, wie ich jetzt meine Beziehungen zu anderen sind. Und dann geht es auch um die Erhebung und Erfragung der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen bei der Teilhabe. Also da wird dann gefragt, was ich gut und ohne Probleme kann und demgegenüber, was ich nicht so gut oder gar nicht kann. Und dann wird auch die Lebenswelt nochmal näher beleuchtet. Da mit der Fragestellung, was mir schon jetzt hilft, so zu leben, wie ich will. Und dann auch die Frage, was fehlt oder mich daran hindert, so zu leben, wie ich eigentlich will. Und dann im nächsten Schritt werden die Ziele formuliert. Da geht es dann auch darum, was erstmal so bleiben soll, wie es ist, also was gut ist in der jetzigen Situation und natürlich ganz wichtig, was ich verändern möchte. Und anhand der Ziele leiten sich dann die Bedarfe ab. Also was brauche ich, um meine Ziele auch zu erreichen? Dann ist die Fragestellung, wie oft soll denn diese Leistung quasi ausgeführt werden? Über welchen Zeitraum soll sich diese erstrecken? Von wem möchte ich diese Leistung ausgefüllt haben? Gibt es beispielsweise technische Hilfen oder Hilfsmittel, die den Menschen mit Behinderung bei der Zielerreichung unterstützen können? Oder sind personelle Hilfen erforderlich? Also so ist im Groben jetzt dieser Vorbereitungsbogen auch strukturiert. Und das sind dann immer diese Fragen. Und dann ist quasi ein Lehrtextfeld, wo dann beantwortet werden kann. Und das gehen wir dann gemeinsam in den Beratungen mit unseren Ratsuchenden durch. Und da jetzt nun viele Personen da überfordert sind, sich quasi da auch ja, mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen oder Ziele zu formulieren oder aufgrund einfach einer geistigen Behinderung das in der Form nicht können, greifen wir da auf die persönliche Zukunftsplanung als Methode zurück. Und das eignet sich dann auch gut für Menschen mit einer geistigen Behinderung, da beispielsweise über einen kreativen Zugang, zum Beispiel übers Malen, indem man dann erfragt, was möchtest du denn arbeiten? Und dann malen sie etwas oder wie möchtest du wohnen? Und dann zeichnen oder basteln sie etwas dazu. Gibt auch Arbeitsmaterial, die mit Symbolen oder Bildern arbeiten. Also dann ist beispielsweise die Frage, was ich arbeiten möchte. Und dann ist jetzt ein Werkzeug abgebildet oder es sind Menschen abgebildet oder es ist eine Verkaufssituation abgebildet oder es sind Lebensmittel abgebildet, sodass dass man dann quasi anhand dieses Zugangs auch die Wünsche von Menschen erfragen kann, die jetzt halt nicht kein Freitextfeld quasi ausfüllen können. Und bei der persönlichen Zukunftsplanung geht es quasi darum, dass man sich auf die Gaben, die Stärken und die Fähigkeiten der Personen konzentriert und auch Möglichkeiten im Sozialraum dann ausschöpft. Der Mensch steht wie bei uns in der Beratungshilfe im Mittelpunkt. Wir stärken die Person dabei, auch Wünsche und Ziele zu formulieren und unterstützen dann auch über eine gute persönliche Zukunft nachzudenken. Es wird dann der Zukunftsplan entwickelt, der dann quasi als Grundlage für die Bedarfsermittlung auch dient.
Es werden dann Ziele formuliert und wir versuchen, die Person erstmal dazu befähigen, überhaupt eine gute Zukunftsvision für sich selbst zu entwickeln. Und immer mit dem Ziel, dadurch die Lebensqualität der Person dann auch zu erweitern. Und zum Schluss sehen Sie hier quasi nochmal das gesamte Team. Daniel Feldbausch und mich kennen Sie ja bereits. Anna Bürkle haben Sie auf dem anderen Foto gesehen und im Interview ja auch kennengelernt. Ja, komplett macht das Team quasi die Bianca Bernholz. Sie ist auch Sozialpädagogin und Angehörige eines Menschen mit Behinderung. Also wir sind insgesamt vier Hauptamtliche und füllen drei Vollzeitstellen aus. Und auf der rechten Seite sehen Sie quasi ein Screenshot unseres Instagram-Profils. Genau, da können Sie uns gerne folgen und auch fleißig die Bilder liken, wenn Sie möchten. Und an der Stelle können wir jetzt die letzten paar Minuten noch dazu nutzen, um die Fragen aus dem Chat noch aufzugreifen, wenn es denn welche gab, Herr Goldbeck. Ja, also wir sind ja wunderbar in der Zeit, das passt ja dann ideal, dass wir vielleicht noch mal eine wichtige Frage stellen können, und zwar wirklich: Beraten die EOTB-Angebote auch bei Widersprüchen oder Klageverfahren? Also leider dürfen wir da nicht beraten. Das sehen die Förderrichtlinien einfach nicht vor. Wir können an der Stelle dann tatsächlich nur weitervermitteln. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass es dann eine Rechtsberatung geht. Und ja, also unsere Aufgabe ist quasi in erster Linie die Beratung vor Antragstellung und mit der Leistungsentscheidung endet dann unser Auftrag. Okay, vielen Dank für die Antwort. Und dann kommen wir jetzt auch zum Ende unserer Veranstaltung hier. Also vielen Dank erstmal für die interessanten Informationen von Ihnen beiden und vielen Dank auch an die Zuschauer, die uns begleitet haben in den letzten anderthalb Stunden. Und dann möchte ich mich auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen.